durch die Propaganda. Mitte November bei einer Querdenker-Demo in Fulda. Ein Rapper heizt die Stimmung an. Okay, du bist gesund und ja und? Die Kinder zu einer Gefahr deklariert. Sie sitzen zu Hause, sind traumatisiert. Mehrere hundert Menschen stimmen in die Schmährufe ein. Jeden Samstag wird hier demonstriert gegen die sogenannte Corona-Diktatur. Dabei die Ärztin Carola Javid-Kistel. Auch sie ist davon überzeugt, dass wir in einem Unrechtsstaat leben. Die Homöopathin aus dem niedersächsischen Duderstadt vertritt die abenteuerlichsten Behauptungen. Und es ist wichtig, dass wir alles dafür tun, dass diese Diegel-Liste, die schon seit Monaten kursiert, dass die für Deutschland nicht wahr wird. Denn wer möchte das dann wirklich, dass hier Millionen von Toten auf einmal sind? Dass wir reduziert werden, dass wir dezimiert werden, dass es wirklich der größte Völkermord aller Zeiten ist. Das müssen wir doch irgendwie verhindern. Das müssen wir verhindern. Das kann gar nicht sein, dass wir das mit uns machen lassen. Die Ärztin bezieht sich auf eine Erfindung aus der Verschwörerszene. Danach existiere ein Geheimplan, global die Menschheit zu dezimieren. Die deutsche Bevölkerung solle in wenigen Jahren um 2/3 reduziert werden. Wir zeigen die Rede dem Präsidenten der Sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck. Er verurteilt, dass Mediziner ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Seine Einschätzung: Wer solche Verschwörungstheorien verbreitet, begeht eine Straftat. Das ist, ja, im weitesten Sinne ist auch das Volksverhetzung. Es ist Aufwiegelung zur Gewalt. Und das macht mich so wütend im Moment. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann wird sowas am Ende noch von Ärzten weitergetragen und da habe ich kein Verständnis mehr dafür. Die Kinder werden uns weggenommen. Javid Kistel ist ein extremes Beispiel. Doch hat solches Verhalten für die Ärzte auch Folgen? Wir haben seit Ende vergangenen Jahres einige Fälle dokumentiert. Nur wenige landen bei der Staatsanwaltschaft, wie der von einer Ärztin aus dem sächsischen Oelsnitz. Bei Demos hatte sie die Masken als nicht gesundheitsförderlich abgelehnt und den Mund-Nasen-Schutz mit dem Judenstern verglichen. Die Staatsanwaltschaft stellte das eingeleitete Verfahren aber ein. Begründung: kein hinreichender Tatverdacht. Das kann die Landesärztekammer nicht verstehen. Ärzte und Ärzte sind in herausragender Stellung für die Verantwortung um die Gesundheit der Bevölkerung. Wenn eine Person als solcher Verantwortungsträger, weil nämlich Arzt, dann solche nicht wissenschaftlichen Aussagen macht, vor allen Dingen auch noch im Zusammenhang mit Aussagen, die durchaus als volksverhetzend gewertet werden können, dann kann ich nicht nach Gründen suchen, warum ich das Verfahren einstelle. Sondern dann muss ich einfach sagen, Leute, das geht so nicht, das ist rechtswidrig und da braucht es eine Strafe dafür. Doch nicht alles bleibt folgenlos. Beispiel Javid Kistel, die Rednerin aus Fulda. Im Februar spricht sie bei einer Demo in Hannover von einem Genozid durch die Impfung. Sie führt ein Beispiel an. Ja, hallo, guten Tag. Jetzt hat es sich ja doch schon ein bisschen gefüllt. Bei uns in der Nähe von Duderstadt in Breitenworbis sind an einem einzigen Tag 9 Leute verstorben aus dem Seniorenheim. Da war die Polizei auch da. Sie sprechen von einem Genozid, der hier vorgenommen wird, ja, und meinen die Impfung. Ich meine die Impfung, ja, wenn man sich das anguckt. Also wie gesagt, in meinem Umkreis, 20 Kilometer weg, sind 9 Leute nach der Impfung an einem einzigen Tag verstorben im Seniorenheim. Wir gehen der Geschichte nach. Skype-Termin mit dem Geschäftsführer des Pflegeheims, Tobias Helbing. Im Heim sind damals wirklich Todesfälle zu beklagen, aber wegen Corona. Weder die Zahl der Toten aus der Rede stimmt, noch die Todesursache Impfung, so Helbing. Man kämpft jeden Tag um das Leben der Bewohner und dann kommt eine Frau, die dann ohne Wissen der Realität da solche Aussagen macht. Es fühlte sich wie ein Schlag ins Gesicht an, was denn bei uns für Vorgänge sich abgespielt haben sollen. Tobias Helbing zieht vor Gericht und gewinnt. Vom Amtsgericht Mühlhausen wird Javid Kistel untersagt, diese Behauptung noch einmal zu verbreiten. Bei Zuwiderhandeln drohen maximal 250.000 Euro Strafe, ersatzweise bis zu 6 Monate Haft.
Mehrere Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Sachsen verlaufen hingegen im Sande. Verfahren wegen gefälschter Atteste zur Maskenbefreiung wurden trotz massiven Verdachts einfach eingestellt. Mir ist im Moment kein Verfahren bekannt, was tatsächlich auch durchgeführt wurde. Alles wurde aus für uns nicht nachvollziehbaren Gründen eingestellt. Neben den strafrechtlichen Verfahren gibt es bei den Landesärztekammern seit Anfang 2020 immer mehr berufsrechtliche Verfahren. In Sachsen mehr als 200. Ein Anstieg von gut 30% gegenüber 2019. Es geht um falsche Atteste, Corona-Leugnung, Verstoß gegen Corona-Maßnahmen. Ein Beispiel, die Ärztin Ute T. aus Cottbus, die trotz Quarantäne weiterbehandelte. Bis zu unserem Bericht stand sie als Anlaufstelle für Atteste auf Verschwörerseiten. Vom Gesundheitsamt wurde kurzfristig ihre Praxis geschlossen. Ein berufsrechtliches Verfahren läuft noch. Dezember 2020 in Görlitz. Der Arzt behandelte in einem Altersheim ohne Schutzkleidung. Welche Strafe er von der Kassenärztlichen Vereinigung bekam, ist nicht bekannt. Der Arzt und Ex-AfD-Bundestagsabgeordnete Robbie Schlund aus Gera organisierte solche Demonstrationen. Öffentlich diffamierte er zum Beispiel den heutigen Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Das berufsrechtliche Verfahren dazu läuft noch. Fazit: Die Ermittlungen dauern lange, enden oft mit Bagatellstrafen oder mit unbekanntem Ausgang. Zurück nach Fulda. Hier ist ein alter Bekannter, der Arzt Rolf Krohn aus Bayern. Wir haben ihn vor 7 Monaten wegen kruder Reden zu Corona befragt. Geantwortet hat er nicht. Jetzt ermitteln 2 Staatsanwaltschaften gegen den Homöopathen. In Fulda erkennt er unseren Reporter wieder und reagiert. Ich halte meinen Vortrag heute explizit für Sie. Dieser Herr war im Januar oder Februar bei mir vor der Haustüre und hat mich genötigt und gegängelt, ihm seine Fragen zu beantworten. Herr Krohn, sagen Sie, warum leugnen Sie Corona? Ich habe Corona nie geleugnet. Ich bin Wissenschaftler und Arzt und Mediziner. Was? Stimmt das? Rolf Krohn betreibt einen Instagram-Kanal, der einen Einblick in seine Überzeugungen gibt. Beispiele aus dem letzten Monat. Er empfiehlt eine Rede eines AfD-Bundestagsabgeordneten. Zitat: über den faschistischen Corona-Wahnsinn. Über den US-amerikanischen Immunologen Anthony Fauci verbreitet Krohn, dieser habe, so wörtlich, Anfang 2020 bereits die komplette Lügenpandemie entlarvt. Klassische Muster der Corona-Leugnung. Uns war Rolf Krohn vor einem Jahr aufgefallen, weil er bei einer Rede den Hitlergruß zeigte. Kurz darauf diese Eskalation. Ich habe keine Ahnung, ob ihr jetzt gleich nach Hause fahrt und eure Frauen oder Männer verprügelt, ob ihr gewalttätig seid, ob ihr euch kinderpornografisches Material anschaut oder ob ihr Hitlerkreuze an die Wände malt. Das ist mir auch völlig Schnuppe. Ihr seid hier, weil wir alle gemeinsam hier für eine Sache stehen. Und das ist für unsere Freiheit und für unsere Zukunft. Tenor, mir ist völlig egal, welche Straftäter mir folgen. Das sei sehr unglücklich formuliert gewesen, sagt er heute und bereue das. Den NS-Vergleich erklärt er mit Unwissenheit. Sie wissen, kennen dass der Sie? Großen Verfassungsfeind das wusste ich bis dahin noch nicht. Doch, so nein, ja, ich wusste es aber nicht. Ich muss sagen, ich bin geschichtlich gesehen ein Können Depp. Wir nicht machen. Ich bin geschichtlich gesehen ein Depp. Ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Trotzdem macht er auf Instagram weiter. Hier der Vergleich der Reichspogromnacht mit dem Corona-Lockdown für Ungeimpfte. Gegen Krohn laufen 2 Verfahren der Staatsanwaltschaft. Wegen des Hitlergrußes und wegen des Ausstellens gefälschter Maskenatteste. Er beschwert sich, dass seine Konten von den Behörden eingefroren wurden und bittet auf Instagram um Spenden. Javid Kistel wird wahrscheinlich bald vor Gericht stehen. Vorwurf: gefälschte Atteste zur Masken- und Impfbefreiung. Ich werde dort mit heiler Haut rauskommen. Ich werde meine Approbation nicht verlieren. Ich werde kein Berufsverbot erteilt bekommen und ich werde auch keine Strafe zahlen. Die Ärzte, die jetzt impfen und diese ganzen Scheiße sozusagen in die Leute reinspritzen, die werden sich alle noch verantworten müssen. Und spätestens vor Gott. Spätestens vor Gott. Sie wirkt radikaler als vor 7 Monaten. Nach eigenen Angaben hat sie bald einen weiteren amtlichen Termin. Die Approbationsbehörde will ihre Zulassung als Ärztin ruhen lassen.